Wir treffen uns einmal im Jahr in verschiedenen Orten, mal in Buchenwald, mal in Sachsenhausen, mal sonst irgendwo in Bautzen, überall. Und am Anfang war das einfach nur erstmal so, das ist ein Wiedersehen, Erfahrung austauschen, weil wir haben ja alle ganz unterschiedliche gemacht. Also es gab zum Beispiel ganz andere Erfahrungen mit den Kindern, die in der DDR aufgewachsen sind und denen, die im Westen aufgewachsen sind. In der DDR durfte man über sowas nicht reden, man musste das verheimlichen. Im Westen hat es oft, wie gesagt, niemanden interessiert. Und dann kam noch der andere Faktor hinzu, dass viele oft gar nicht wussten, wo sie ihre ersten Kinderjahre verbracht haben, weil die Mutter es auch im Westen erst überhaupt nicht erzählt hat. Manche Frauen haben sich geschämt dafür, zum Beispiel eingesperrt gewesen zu sein, was ich persönlich überhaupt nicht nachempfinden kann. Aber gut, das muss ja halt jeder mit sich selbst ausmachen. Und ja, manche Frau wollte auch nicht davon erzählen, dass das Kind vielleicht unter Gewalt oder von einem Russen stammt. Das war ja mal dieses große, schlimme Wort, dieses Russenkind oder Russenbastard. Dass man deswegen darüber nicht reden wollte. Also es gab ganz unterschiedliche Erfahrungen, die wir dann auch ausgetauscht haben. Das hat uns auch bestimmt, hat bestimmt auch vielen geholfen. Also ich sage zum Beispiel, ich kann heute so etwas so locker darüber reden, wie ich es vor 10 Jahren nicht oder 20 Jahren nicht gekonnt hätte. Also dies ist schon auch für uns eine Form von Aufarbeitung. Die ist ganz wichtig. Und die ist auch ganz unterschiedlich. Der eine hat es besser verarbeitet, der andere weniger, aber im Großen und Ganzen denke ich mir, sind wir alle angekommen. Was unser Bestreben allerdings ist, ist darauf hinzuweisen. Also mir ist es ganz wichtig, darauf hinzuweisen, zum Beispiel, dass nicht bloß im Buchenwald nicht bloß Kinder gewesen sind vor 45, sondern auch nach 45. Dass in Sachsenhausen auch nach 45 Kinder gewesen sind, die genauso unschuldig waren. Und mir ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, was das für eine Leistung dieser Mütter war, unter solchen Bedingungen, wo jeder dritte Häftling verhungert oder erfroren ist, wie die Mütter es geschafft haben, dass so viele Kinder noch am Leben geblieben sind. Ich meine, nicht alle haben es überlebt, aber doch im Vergleich zu den Erwachsenenhäftlingen sehr viel mehr, so haben es sehr viel mehr Säuglinge überlebt. Wobei das interessant ist auch zum Beispiel, wie Frauen das manchmal gehandhabt haben. Also es hat sich vor kurzem erst, und das finde ich auch so verwunderlich, ich habe also meine Forschung eigentlich vor 10 Jahren eingestellt und trotzdem melden sich immer noch Leute. Jetzt hat sich vor kurzem eine Frau bei mir gemeldet, die auch in Sachsenhausen geboren ist. Das ist wieder mal so ein schöner Vergleich, wie die Frauen zusammengearbeitet haben. Bei der ist die Mutter kurz nach der Geburt gestorben und sie wurde dann von einer anderen Frau als Kind angenommen, bei der das Kind kurz zuvor gestorben ist. Und sie ist auch mit dieser Frau dann auch aus Sachsenhausen nach Hoheneck gegangen, bis die DDR die beiden dann trennte. Und für sie war diese Frau auch später dann ihre Mutter sozusagen, obwohl es ja eigentlich bloß die angenommene Mutter gewesen ist. Also solche Berichte habe ich aus allen Lagern eigentlich gehört. Das haben die Frauen unabhängig voneinander, also wirklich ganz toll geregelt. Und auf diese wahnsinnige Leistung hinzuweisen, ist für mich auch ganz wichtig. Wir versuchen das jetzt schon seit 2 Jahren mit einer Wanderausstellung zum Beispiel, die durch Deutschland zieht und die also auch immer noch schon bis ins nächste Jahr hinaus ausgebucht ist. Also das ist uns eigentlich wichtig als Gruppe, darauf hinzuweisen, dass es sowas gegeben hat, dass auch nach 45 unschuldige Kinder in Lagern waren und dass die Frauen also diese Wahnsinnsleistung vollzogen haben, dass so wenig Kinder gestorben sind.